So, und weiter geht's mit Gothic 2, die Nacht des Raben. Jetzt muss ich mir nur noch die Datei aufschreiben. Gut, haben wir, was wir brauchen. Ja, scheiße gelaufen. Wir brauchen also jemanden, der das Auge Innos reparieren kann. Wahrscheinlich den Edelstein und die Fassung. Und wir wissen, muss ich, das kann ich jetzt, nee, das kommt, das machen wir jetzt in dieser Folge. Soll ich laufen oder soll ich teleporten? Wir haben eigentlich den Weg frei geboxt. Das brauchen wir. Wo ist er dann hin? Es gibt doch nur noch mehr. Das kann genau so, wie du sagst, weitergehen. Das da steht er ja, der Bursch. Mich brauchst du das nicht zu fragen. Wie sieht's aus? Willst du nochmal gegen mich an? Das liegt auf der Hand, wie es gehört. Och, nö, komm. Ist das wirklich? Ich muss mich jetzt nicht mit dem boxen. Ich muss jetzt erstmal mit Vatras sprechen. Bin ich noch am Überlegen, was ich mit dem ganzen Geschiss mache. Habe ich mit dem schon gesprochen, weil ich Lucias Abschiedsbrief schon noch habe? Danke, dass du mich Okay. Ich wundere mich über gar nichts mehr. Das ist mal wieder Typ. Alter, was der da auf dem Rücken hat. Ich kenne ein... Elixier des Lebens brauche ich nicht. Zeig mir... Ach so, ja, ich wollte ja noch mal. Darf ich noch mal zuhören? Ich habe mir das schon. Ja gut, mit 5 Lernpunkten komme ich nicht weit. Ah, ich wollte mal gucken, wie viele Lernpunkte ich brauche. Genau, ich muss gucken, wie viele Lernpunkte ich brauche und aber wahrscheinlich befürchte, dass ich mindestens 10 oder 20 brauche. Was haben wir denn? Wir brauchen 26.264.000. Und wie viel haben wir? 249.625. 14.000 Lernpunkte. Wollt ihr mich verarschen? Damit zieht sich ja so einiges. Ja, doch. Tatsache, stimmt. Ja, gut. Level. Stufe 31 natürlich auch schon hart. Gerne mal gucken, weil ich brauche nämlich gerne Elixier des Geistes. Hey! Kann ich. Ich werde dich in. Na, das geht. Das geht. Bei Neoras. Gut, super. Ich glaube, das mit Taschendiebstahl, das wird einfach nichts. Das wird einfach so nichts. Dann lassen wir das nämlich mal gut sein. Ach, ich hätte den... Die Feuerballrune war schon wichtig, ja? Muss ich... Ja, war es. Aber ich hätte lieber den Trank nehmen sollen, weil 5 Stück ist schon ordentlich. Auf der anderen Seite weiß ich auch nicht, ob wir noch, weil Stärke können wir nämlich auch lernen.
Und ich weiß nicht, ob wir noch eine Dingsbums bekommen. Zum Großbauern. Hafenstadt. Wir müssen mit Vatras sprechen. Ja, 14.000, das ist... Ich meine, ich kenne ja den Befehl, um sich ein paar Lernpunkte reinzuhauen, aber ist die Frage, ob ich das für fünf Lernpunkte, ob ich mir mal fünf Lernpunkte cheaten möchte. Aber das ist ja dann auch nicht mehr ohne Cheats. Ich würde es ja gerne ohne Cheats machen. Habe ich ja schon zu meiner Schande öfters gesagt, dass ich es nicht geschafft habe, das Spiel einmal ohne ungecheatet zu spielen. Und jetzt hier im Let's Play habe ich einigermaßen viele. Pyrokar schickt mich. Das Auge Enos ist zerbrochen. Ich kann ich nicht mogeln. Ich habe es schon von einigen aufgebrachten Novizen erfahren. Die Suchenden haben den Sonnenkreis der Feuermagier dazu benutzt, das Auge Enos zu zerstören. Einen gelungenen Schachzug des Gegners würde ich das nennen. Nachrichten verbreiten sich schnell in dieser Stadt. Das ist auch gut so. Der Feind wird genauso wenig schlafen. Sag mir nicht, dass du das nicht gewusst hast. Das ist eine schlimme Sache. Warum hat mich Pyrokar gerade zu dir geschickt? Ich habe geahnt, dass so etwas früher oder später geschehen würde. Pyrokar fühlt sich immer so unverletzbar und erhaben, dass es schon fast an Leichtsinn grenzt. Daher waren seine Vorsichtsmaßnahmen, das Auge zu schützen, auch so nachlässig. Ich denke einfach, dass er sich unterbewusst auf meine Fähigkeiten verlässt, die mir Adanos Macht verleiht. Und gar nicht auszudenken, was passieren würde, wenn ich jetzt nicht zur Stelle wäre. Tja, ich würde sagen, dann wären wir ganz schön im Arsch, ne? Was soll nun mit dem Auge geschehen? Wir müssen es wieder zusammenfügen. Aber das ist keine leichte Aufgabe, fürchte ich. Die Fassung ist in zwei Teile zerbrochen. Dies vermag ein geschickter Schmied wiederzurichten. Aber das ist eigentlich nicht die Schwierigkeit. Schafft der Bennett und deswegen haben sie den Versuch kaputt zu machen. Der eingelassene Edelstein sorgen. Er ist matt und kraftlos. Der Feind scheint genau gewusst zu haben, wie man ihn schwächt. Wo finde ich einen Schmied, der die Fassung des Auges reparieren kann? Frage in den umliegenden Gebieten nach einem, der sich auf das Reparieren von Kleinoden versteht. Das ist Bennett! Deswegen mussten wir den auch erstmal befreien. Wie erhält der Edelstein seine Kraft zurück? Ich sehe nur einen Weg. Eine Vereinigung der drei herrschenden Gottheiten sollte den gewünschten Effekt erzielen. Ein gut vorbereitetes Umkehrritual an dem Ort seiner Zerstörung wird dem Edelstein wieder Feuer geben. Das Problem dabei ist allerdings, dass du jeweils einen irdischen Vertreter von jedem der drei Götter. Da muss ich jetzt mal gucken, wie ich das am besten mache. Des Weiteren bräuchte man eine Menge Sumpfkraut für dieses Ritual. Ich schätze, drei Krautpflanzen müssten es schon sein. Wer könnten diese drei irdischen Vertreter der Götter sein? Für den Gott Adanos werde ich mich zur Verfügung stellen. Pyrokar, der oberste Feuermagier, wäre der Richtige, um den Gott Innos zu vertreten. Aber für Belia fällt mir kein geeigneter Bewerber ein. Es müsste jemand sein, der die schwarze Magie beherrscht. Wird sich das jemals ändern? Schwarze Magie? Was ist mit Xardas? Das ist es. Es könnte funktionieren. Doch frage ich mich, wie du uns... Ich sehe jetzt schon Pyrokars Gesicht, wenn er hört, dass er mit Xardas an einem Strang ziehen soll. Ich habe da etwas von einer alten Giftmischerin namens Sagitta. Du könntest dein Glück... Ich muss los. Ich werde ebenfalls auf. Schicke Xardas und Pyrokar. So, wir gehen jetzt erstmal zu Pyrokar. Der wird nämlich sagen, dass er keinen Bock auf Xardas hat. Dann gehen wir zu Xardas, der geht natürlich sofort los.
und sagt uns, was wir ihm zeigen sollen. Dann sollen wir dem nämlich was bringen. Ich habe mit Vatras gesprochen. Ah, gut. Wo ist er? Er bereitet ein Ritual am Sonnenkreis vor, um das Auge Enos zu heilen. Wenn das wahr ist, dann gibt es vielleicht doch noch Hoffnung. Vatras möchte, dass Xardas und du ihm dabei helfen. Was? Xardas wird auch da sein? Das ist doch nicht dein Ernst. Hey, das war nicht meine Entscheidung. Vatras besteht darauf. Immer wieder dieser Xardas. Ich kann es nicht mehr hören. Es kann ja fast gar nicht mehr schlimmer werden. Wer sagt mir denn, dass Xardas nicht mit dem Feind unter einer Decke steckt? Ich kann Xardas nicht vertrauen. Ganz egal, wie sehr wir ihn auch brauchen. Es tut mir leid. Aber unter diesen Umständen kann ich Vatras nicht helfen. Ohne dich geht es nicht. Vatras kann das Ritual sonst nicht durchführen. Du wirst Xardas vertrauen müssen. Ich muss gar nichts, hörst du? Ich habe nicht den geringsten Beweis dafür, dass Xardas nicht gegen uns arbeitet. Ich kann das nicht tun. Was wäre, wenn ich dir diesen Beweis liefern könnte? Ich fürchte, das ist unmöglich. Es müsste mich schon sehr beeindrucken. Was Xardas angeht, habe ich meine Zweifel, ob es ihm überhaupt noch gelingen wird, mich zu beeindrucken. Gut, jetzt zu Xardas. Wo haben wir es? So, Großbauer, ja, Stadt brauche ich nicht mehr. Jetzt zu Xardas. Bevor gehe ich nochmal pennen. So, dann bin ich voll. Ich könnte natürlich auch, ja, das werde ich mal machen. Hier oben ist ja noch ein Schrein Belia. Da können wir nämlich das Auge Belia verbessern. Dann haben wir eine andere Rune. Ich weiß noch nicht, was der dafür nimmt. Nimmt der dafür Lebensenergie oder Mana? Lebensenergie. Belias Zorn, Wächter erschaffen, Energie stehen, Wurzelschlingen. Wächter erschaffen klingt doch ganz gut. Also die Klaue Belia ist hier dieses Teil. Ist eigentlich immer ganz nice, weil je nach Kreis, die verbessert sich Stück für Stück mit deinen Fähigkeiten. Wenn wir jetzt zum Beispiel Söldner wären, würde die sich, glaube ich, in einen Zweihänder verwandeln. Und bei Paladin verwandelt sich das in ein Einhandschwert und macht richtig Schaden. Und als Magier kriegen wir halt immer so spezielle Zauber, zum Beispiel Wächter erschaffen oder Wurzelschlingen und so ein Kram. Eigentlich alles ganz nice. Kostet natürlich permanent Leben, ne? Also die 5 Lebensenergie, die hat er uns nicht so abgezogen. Wie man hier sieht, wir haben immer noch 679 Leben von 674. Das liegt daran, dass wir vollgeladen waren, aber dass der Belia uns halt maximal Leben klaut. Immer wenn wir die verbessern wollen. Aber, ja. Hey! Das Auge Enos ist zerstört. Was redest du da? Zerstört? Ich habe es oben in den nördlichen Wäldern gefunden und es leider nur noch in Einzelteilen bergen können. Damit ist die einzige Möglichkeit, den Drachen die Stirn zu bieten, dahin. Wir haben versagt. Was nun? Das ist ein harter Schlag. Wir müssen uns neu orientieren. Ich werde mich zurückziehen und darüber nachdenken. Du solltest inzwischen in die Stadt gehen und dort mit dem Wassermagier Vatras sprechen. Ich könnte mir vorstellen, dass er weiß, was zu tun ist. Vatras hat mich zu dir geschickt. Das ist gut. Was hat er gesagt? Er sagte etwas von einem Umkehrritual am Sonnenkreis. Der alte Teufel. Ich ahne schon, was er vorhat. Du bist gekommen, um mich zu ihm zu rufen. So sieht's aus. Wann wirst du aufbrechen? Ich werde Vatras nicht warten lassen und mache mich sofort auf den Weg. Warte mal. So, genau. Sonst müssten wir nämlich... Pyrokar weigert sich, zum Ritual zu erscheinen. Er will erst einen Beweis dafür, dass er dir vertrauen kann. So, Pyrokar also. Interessant.
Der alte Zausel wird langsam lästig, aber ich denke, ich habe da etwas für dich, was dir helfen kann. Damals, als ich den Orden der Feuermagier verließ, habe ich einige Dinge aus dem Kloster mit mir genommen. Ups. Ich wollte nicht, dass eines Tages eine Truppe von Paladinen oder Feuermagiern meinen Turm auf den Kopf stellt und den Kram bei mir findet. Also habe ich sie an sichere Orte gebracht, an dem die Magier sicherlich nicht danach suchen würden. Und wo? Ein Teil davon liegt in einer Truhe, verschlossen auf Sekops Bauernhof. Kann man nämlich auch einen Traum kriegen? Sekop? Nein, aber er ist käuflich und stellt keine unangenehmen Fragen. Außerdem habe ich die Truhe verschlossen. Hier ist der Schlüssel. Das ist nämlich der Grund, warum... Es ist ein sehr altes Buch dabei. Wenn Pyrokar dieses Buch bekommt, wird er wissen, dass es von mir kommt. Ich habe keine Verwendung mehr dafür. Vielleicht erfüllt es ja somit noch einen Zweck. Genau. So. Jetzt müssen wir nicht mehr zu Xardas, aber zum Großbauern. Genau, das war nämlich der Grund, weswegen die Leute vom Sekop alle draußen stehen. Und zwar, deswegen habe ich da auch noch nichts gemacht. Folgendes, es gibt einen kleinen Bug. Sekop ist ab dem dritten Kapitel unsterblich, weil er halt wichtig ist, ein wichtiger Charakter. In dem ersten Kapitel als Söldner ist er verwundbar, weil du dem irgendwie aufs Maul hauen musst, weil er seine Pacht nicht bezahlen will. Er haust dir den Typen eins auf die Omme und dann zahlt der Dicke. So, das Problem folgendes. Wenn ich jetzt in sein Haus voller Suchende, wenn ich die vorher besiegt hätte, wäre Sekop in sein Haus zurückgegangen. Dann wäre ich in die Truhe in das Haus gegangen. Hätte die aufgeschlossen, das Zeug an mich genommen. Dann hätte Sekop mich als Dieb angesehen und der ganze Hof wäre auf mich draufgegangen. Die hätte ich auch alle platt machen können, ohne Probleme. Nur halt nicht Sekop. Bug. Deswegen erst mit Xardas reden, dann gehst du zu Sekop, sprichst mit ihm, machst das Haus hier leer vor diesen Suchenden. Da stehen 5 oder 6 Stück, sind schon ordentlich welche drin. Räumst das aus, gehst zurück zu Sekop und sagst, alles gut. Und dann gibt er dir ein paar Tacken. So läuft's. So, warum haben sie den Bennett irgendwie, warum haben irgendwelche Suchenden mit Kapuzen versucht, den Bennett einen Mord anzuhängen? Ganz einfach, weil er das Auge innerst reparieren kann. Kannst du Schmuckstücke reparieren? Kommt drauf an, ich müsste das Schmuckstück zunächst mal sehen. Noch mehr Ärger kann ich nicht gebrauchen. Kannst du dir dieses Amulett mal angucken? Klar, lass mal sehen. Das ist eine sehr schöne Arbeit, die Fassung ist hinüber. Ich glaube, ich kann es wieder hinkriegen. Wie lange brauchst du dafür? Wenn du es hier lässt und morgen wiederkommst, wird es fertig sein. Ich werde dir noch nicht mal was dafür abknöpfen. Schließlich hast du mich aus dem Bau geholt. Klar, Bruder. Hier, nimm das Amulett. Hier ist das Amulett. Ja. Alles klar. Du kannst es dir dann... Okay. Noch mehr Ärger kann ich nicht. So, Elena, Süße, hast du noch was für mich? Da muss man noch mal zuhören. Zeig mir das. Was kann ich dir... Nichts. Ich wäre mir da nicht so sicher. Gut, ich gehe jetzt hier in einen von den Bauernbetten pennen. Minuten, das ist soweit in Ordnung. Ich denke mal so zwischen 40 und 50 Minuten mache ich die alle fertig, mache ich die Folgen alle. Kannst du mir bei... Klar. Wenn er das nicht sieht, kann ich... Hier hast du 3. Und das war noch verdammt günstig. Wir können... Was für Waffen stellst du her? Zurzeit größtenteils einfach, aber wenn ich magisches Erz hätte... Du weißt nicht zufällig, wo man... Nein. Natürlich. Ich weiß, wo man was herkriegt. Bring mir... Du kennst dich doch nicht mal. Lerne erstmal. Ich kann nicht alles glauben, was man hört. Wie sieht's mit dem Zug? Was brauchst du? Was hat er denn überhaupt? Wir haben ihn natürlich doch hingekriegt. What? Okay. Mikrofon, was ist los? Wenn er das nicht sieht, kann ich ihm auch. Okay, ich glaube, das ist das Mischpult. Ich beende kurz die Aufnahme, guck, was abgeht und...
Ja, wir sehen uns dann. Hier, ciao. Das ist wirklich nicht mein Verlust. Ich glaube nicht, dass ich daran was ändere. Bis noch mehr Ärger kann ich nicht brauchen. Ich kann damit wohl schon wieder. Ich habe so einiges gehört.